So, willkommen zum neuen Part. Jetzt geht's nämlich weiter. Ukulele, Freunde, es geht weiter heute mit Ukulele in der Impossible. Ist das Spaß gewesen? Impossible. Impossible. In Impossible. Impossible. Heute geht's weiter für die Switch. Von der Switch und für die Switch. Ist es auch mal was ganz Cooles, dass ich endlich mal wieder so ein geiles Spiel spiele. Was einfach Jamboran und einfach, ja, vor 2 Jahren bekannt geworden ist. Oder es ist einfach bekannt geworden. Das Spiel ist einfach bekannt geworden. Genau, kann man sagen. Vor 2 Jahren das ganz normale, klassische Spiel Ukulele. Aber jetzt gibt es ja schon den zweiten Teil. Also das zweite, ja, ewig schon. Spiel von Ukulele, nämlich Ukulele. Ich würde sagen, ich kann euch mal eben das ein. Und dann geht's weiter mit der Intertoppel. Dann geht's weiter mit Impossible. Bis gleich, Dankeschön. Der Impossible. Sonst geht's mir echt gut. Aber die Katz schnitzt. Das geht, glaube ich, ja vielleicht weiter. Jetzt geht es, glaube ich, gleich weiter. Da sind wir doch wieder. Da sind wir doch wieder. Guck mal einer an. Da sind wir wieder. Genau, jetzt gehe ich weiter hier. Also die Ladezeit braucht schon immer ja, schon eine gewohnte Zeit, aber ich kann auch warten. Ist kein Problem. Ich würde sagen, jetzt geht's. Genau. Und die Folge müsste noch, die müsste tatsächlich am Mittwoch rauskommen. Also an den Tag, wo ich ganz viele Videos auch aufnehme für den Urlaub tatsächlich. Aber das Video habe ich mir, das Video wird leider sehr, sehr kurz sein, weil ich will natürlich auch den Hauptfokus gerade auf Urlaubsvideos mache. Ich nehme halt gerade ganz viele Videos auf für den Urlaub. Aber jetzt kommen wir auf jeden Fall auch endlich mal wieder. Also jetzt endlich mal wieder Ukulele am Start. Ich habe es halt leider verschoben. Dafür habe ich aber auch gerade schon der Legend of Zelda auch wieder auf Time aufgenommen und so, ne? Und so ein Kram halt. Ne? Ihr wisst ja auch, was ich meine, ne? Das wisst ihr auch. Und ne? Ich bin jetzt nicht so faul, aber egal. So, eine an. Guck mal nach, meine Freunde. Nicht schlecht, der Specht. Finde ich auch. So. Und beim letzten Mal hatten wir auch Level gespielt, hat mir echt viel Spaß gemacht. Und heute gibt es schon die dritte Folge. Tut mir leid, meine Freunde, dass ich halt nicht jetzt jeden Tag eine Aufnahme machen kann. Und im Urlaub kann ich sowieso nicht so viel Aufnahmen machen. Aber egal. Da versuche ich so ein bisschen aber auch mitzurechnen. Aber ist egal. Dankeschön. Hey Leute, ich bin's. Wendy, Dankeschön, genau. So muss es auch sein. Vielen Dank. Also. Ach so, du bist es. Genau, richtig. Vielen Dank. Upsala. Aber ich glaube, ich habe hier einen Faden. Aber bitte nicht. Ich hab immer einen Faden. Ich hatte einfach gerade einen Faden. Also ich hatte einfach gerade einen Faden gehabt, alter Verwalter. Also einmal einen Klamotten-Scheiß. T-Shirt. Also einmal ein T-Shirt einfach. Habe ich so einen Faden. Genau. Ich habe einfach so einen Faden gehabt. Einmal einen geilen T-Shirt. Also einmal einen geilen T-Shirt. Aber es ist halt das Gute, dass es halt nicht ganz kaputt gegangen ist. Also es hält halt nur ein bisschen heraus, aber sonst auch alles okay. Ich bin übrigens Tidi, also das ist aber echt mal eine coole Frau. Das ist echt so eine komische Kühlschrankfrau, ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen wie eine Ente. Ich kenne die auch aus dem ganz originalen Ukulele. Diesen Gegner einfach, kann man sagen. Aber egal. Aber sie ist auf jeden Fall sehr süß und auch eine sehr schöne, ja, eine sehr schöne, nette Person auch einfach. Also die kann auch einfach sehr nett zu uns sein, glaube ich jedenfalls, dass sie einfach so nett sein kann. Ja, genau, ich bin nämlich hier die beste Frau der Welt, genau. Ja, ich weiß, genau, dankeschön. Meine Spielentscheidungen, Nostunica aus der Patsche zu helfen. Oh, an die erinnere ich mich. Die sind echt hilfreich. Was hast du denn für uns, Wendy? No, ja, ist klar bei euch, genau, so muss es sein. Werft mal einen Blick auf das Tunica-Menü, ja genau, vielen Dank. Oh mein Gott. Oh, das sieht aber echt interessant aus. Interessant aus, okay. Die ganzen Elixiere hier so ein bisschen wie im Chemieunterricht. Genau, das war echt ein guter Witz, aber ist egal. Ich habe tatsächlich noch keinen Chemieunterricht gemacht, aber ich würde das mal gerne mal nachholen. Wenn ich das mal machen dürfte, dann würde ich es sehr gerne mal machen, aber ist egal. Wenn Lely sich verirrt, bekommt sie weniger Panik und bleibt länger vor Ort. Wer braucht schon Lely-Glocken? Lelly-Glocken, okay, interessant, okay, das hatte ich niemals gedacht, aber ist egal, danke schön, genau. Hier werden alle Tunika angezeigt, die ihr in der Overworld findet. Okay, das ist aber sehr gut, das brauche ich aber sehr, vielen Dank, genau, so muss es sein. Ihr müsst sie erst mit Federn aus den Kapiteln kaufen, aber das hier ist umsonst. Drücke A, um eins freizuschalten, wenn du genug Federn hast. Versuche es jetzt mal mit A. Drücken. Möchtest du wirklich das Tunikum haptisch für 0 Federn freischalten? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich mache es mal. Komm, ich mache das einfach jetzt mal. Komm.
Einfach mal ja sagen, gute Laune haben und einfach mal nicht schlecht fühlen. Würde ich auch sagen, komm, mach einfach jetzt mal. Vielen Dank, genau, das muss es sein. Gute Arbeit. Du hast damit dein erstes Tunikum gekauft. Drücke zur Auswahl. Dieses coole Spiel. Drücke A zum Ausrüsten. Gerne, gerne. Ausgezeichnet, du hast das Tunikum. Hab dich ausgerüstet. Damit flüchtet Lelly in Leveln, also in Kapiteln kann man sagen, nicht so schnell. Und du hast Messer. Ja, ich hab schon gemerkt, dass der Lelly immer so schnell flüchtet. Aber jetzt habe ich ja eine gute Alternative dafür. Beziehungsweise ein kleines Update, dass ich halt ein bisschen einfach auch haben kann, ihn zu retten. Genau, so muss es sein. So. Sie zu retten. Genau, Yuka. Wer rettet denn hier von Flüchten? Ach, sorry, ich bin dumm. Wer redet denn hier von Flüchten? Ne? Ich bin der große Kühlschrank hier. Wow, danke. Wendy, du Glieder, du Glina, du Glina Flüche. Wow, danke, Wendy, das klingt doch ganz nützlich. Unbedingt, und es gibt hoch aktuelle Infos. Jetzt geht's hoffentlich weiter. Ich hoffe mal, die Grafik ist auch okay, aber ich glaube, die Grafik ist gar nicht mal so schlecht. Ich finde es jetzt gar nicht mal so, ja, so shit schlecht, aber es geht schon. Boah, gute Frage, ey. Meine Güte, ich weiß es nicht. Wenn ihr eines in der Überwelt findet, könnt ihr immer im Tonika-Menü nachsehen, was ihr damit anfangen könnt. Ja, ich weiß. Genau. Aber denkt daran, dass sie nur in den Kapiteln funktionieren. Okay, danke schön. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es gerade ein bisschen besser ist. Sorry, es war gerade ein bisschen doof, aber egal. Ich weiß. Alles okay. Jetzt ist es ordentlicher hier. Ja, sonst geht es mir echt gut, meine geilen Freunde. Ich glaube, ich möchte mir auch gleich mal einen Kaugummi gönnen, aber erst nach der Aufnahme. Genau. Lala. Kommt jederzeit zurück, wenn ihr mehr über sie wissen wollt. Gerne, gerne. Na, na. Es macht so viel Spaß, meine Freunde, heute. So, was ist eigentlich mit dir los, wenn ich fragen darf? Hallo, wie geht's denn da nicht? Lalalala. So, komm. Und hier ist die Kiste und hier ist ein cooler Vogel. Zierp, Kuppel. Ah, okay, also auf B und auf L kann man diese Stampfattacke machen, ne? Ich glaube schon. Ja, genau, auf B und L kann man die Stampfattacke machen. Die ist aber echt geil. Ohne Scheiß. Schon echt geil. Das ist auch Fehler drin gewesen in der Kiste gerade. Guck mal an, meine Freunde. Guck mal an hier. Ja, und das ist. Ach, ganz vergessen, meine Freunde. Ich hatte nämlich auch hier einen kleinen Glitch. Beim letzten Mal, also als ich das Spiel mal ohne gespielt habe, habe ich glaube ich so einen komischen, so ganz bescheuerten Witz irgendwie. Also einen kleinen Glitch oder auch einen kleinen Versteck, das schon echt nicht so einfach zu erreichen ist, ja, einen Versuch auch irgendwie aufzuschnüffeln oder auch einfach da reinzugehen. Und man kann nämlich da reingehen, meine Freunde. Man kann nämlich hier links, also hier unten links sieht man hier so eine Höhle. Man kann da aber nur, wenn man ganz geschickt drauf, also wenn man genau darauf auch aufpasst oder wenn man genau darauf achtet, wie man den Klotz unten dahin stellt, kann man nämlich auch perfekt wirklich dann auch da reingehen. Man muss aber echt Glück haben. Ist genauso wie ich es auch so mache, meine Freunde. Aber so geht's. Man muss ein bisschen Glück haben. Und ich glaube, man kann es auch noch ein bisschen nach da schieben. Weil ich habe es auch gesehen, dass es hatte ich letztes Mal echt geschafft, meine Freunde. Ich glaube, es geht nicht, aber so. Ich weiß nicht, meine Freunde. Ich kann auch einfach sagen, dass es nicht so ist, wie es. Also ich weiß nicht, ob es so geht. Aber. Das geht. So geht es auf jeden Fall, meine Freunde. Muss ich echt sagen, habe ich mich herausgefunden. Das habe ich nämlich herausgefunden, meine schönen geilen Freunde, genau. Muss es einfach sein, genau. Was eigentlich hier? Ach so, hier ist eine schöne Schatzkiste, oh mein Gott. Ich liebe dieses Spiel so sehr, ne? Ohne Scheiß. Es macht einfach so viel Spaß, auch diese ganze Atmosphäre hier. Ich liebe einfach sowas, ne? Ohne Scheiß. Ich finde es einfach cool, dass es auch nicht nur so ein Level-System gibt, auch einfach so eine kleine Overworld. Also so eine Overworld. Das ist echt mal cool. Das macht man echt sehr, sehr schön. Hat man auch meiner Meinung nach echt sehr, sehr gut gemacht. Sehr cool gemacht, auf jeden Fall, genau. Mal an, hier sind auch noch ein paar Fehler drin. Nicht schlecht. Es macht wirklich Spaß, ey. Ohne Scheiß. Würde auch behaupten, genau. Zack, zack. Dann bin ich wieder am Start. Juhu. Sehr gut, freut mich sehr. Ah, Schiffsbruchsbruch. Ach, das ist Schiffsbrucht. Ah, Fresse. Schiffsbuchtbrucht. Glaube ich nicht, was heißt das? Endlich daheim! Stand übrigens ganz oben rechts drauf. Ihr habt es nicht gesehen, meine Freunde, deswegen. Alles gut. Stand nämlich oben rechts. Hey Leute, schaut mal rein. Wenn ihr einen Outling Zeit habt, ja, ich habe eigentlich Zeit, aber ich glaube, ich mache es erst in der Urlaubsaufnahme, glaube ich auch. Kommt, wir schauen uns hier um, aber macht es euch nicht so bequem. Genau. Das machen wir auf jeden Fall gerne.
Das machen wir sehr gerne. Eben mal diese Kiste hier verschieben, diese geile Kiste mal verschieben, hier diese sexy geile Kiste verschieben. Ja, so muss es sein. Guck mal hier. Hier ist auch noch ein Ton gekommen. Jetzt gibt es dieses geile Geräusch hier mal am Start. Genau. Guck mal an jetzt hier. Guck mal an dieses Geräusch. Ist einfach so gut, ne? Ohne Scheiß. Es macht einfach so viel Spaß hier einfach heute. Genau. Super geil. Dieses ganze. Es ist einfach so alt, ne? Ich mach's schon. Ich hab's früher auch schon immer. Ich hab auch schon früher schon so einen Quatsch immer gemacht. Aber ist egal. Komm. Bitte seid mir nicht böse, meine Freunde. Ich meine es auch nicht böse, okay, bitte sei mir nicht böse, aber ist egal. Ja, wir können gerne mal da hoch gleich gehen. Zu diesem komischen Moment, aber erstmal nächstes Mal würde ich sagen, genau, hallo, na, ist der bei dir? Willst du meinen Tipp? 50 Federn, ja, gerne, 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 kein Problem. Was hast du für einen Tipp denn, wenn ich fragen darf? Ja, das ist genug davon. Okay, das war's nicht, ich dachte schon, mich verarscht, aber es ist keine Verarsche, ich dachte, es wäre, aber das war's noch nicht längst mal. Also, du hast noch mehr Tipps, du hast noch mehr Geheimnisse. Für mich, das ist aber echt nice von den Finnland, genau so muss es sein. Erinnerst du dich noch, was oder wie das erste Spiel anfing? Ja, ich weiß noch, meine Freunde, ich weiß noch, das ist ganz normal, Ukulele, ne? Wirf nicht gleich das Hasentuch, du findest das Geheime schon noch. Das werden wir nächstes Mal ausfinden und beim nächsten Mal machen wir weiter bei Let's Play Yoga. Lelly, ciao, ciao. Der Impossible Lair, bye bye bye, danke schön, alle für die Nachschau.